Hallo liebe Leute, willkommen bei Alte Geschichten neu erzählt. Heute habe ich euch ein Video zu der Notfallvorsorge vorbereitet. Ich denke, es ist ein Thema, das mit Sicherheit vielen nicht leicht fällt und man kommt nicht dazu, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was soll ich lagern? Wie viel muss ich lagern? Viele Fragen, auf die man eine leicht verständliche Antwort haben möchte. Ich werde euch in diesem Video das Thema näher bringen und euch helfen, eine Übersicht zu der eigenen Notfallvorsorge zu bekommen. Es gibt zu dem Thema natürlich unzählige Bücher, Videos und vieles mehr. Ich habe den Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gewählt. Ich denke, das Heftchen ist schon vielen bekannt. Den Download-Link werde ich in der Videobeschreibung hinterlassen. Zum Glück hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sich zu dem Thema Vorsorge Gedanken gemacht und uns eine Checkliste mit auf die Hand gegeben. Zu dem Heftchen habe ich noch eine Tabelle erstellt. Diese werde ich in dem Video zeigen und den Download-Link für die Tabelle auch verlinken. Okay, dann steigen wir mal ein in das Heftchen für die Notfallvorsorge. Und so sieht das Heftchen aus. Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Meine persönliche Checkliste. Getränke und Lebensmittel. Im Falle einer Katastrophe wie Hochwasser, Stromausfall oder Sturm besteht die Gefahr, dass Lebensmittel nur noch schwer zu bekommen sind. Sorgen Sie daher für einen ausreichenden Vorrat. Ihr Ziel muss es sein, 10 Tage ohne Einkaufen überstehen zu können. Die Lösung liegt in Ihrer Verantwortung. Ob und wie viel Sie vorsorgen, ist eine persönliche Entscheidung. In der folgenden Übersicht finden Sie ein Beispiel für einen 10-tägigen Grundvorrat für eine Person. Dieser entspricht ca. 2200 Kalorien pro Tag und deckt damit im Regelfall den Gesamtenergiebedarf ab. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung persönliche Vorlieben, Diätvorschriften und Allergien. Und Punkt 1 ist gleich Getränke. Lebensmittelgruppe Getränke, 2 Liter pro Tag und Person. Die angegebenen Mengen in der Mitte, die lasse ich jetzt aus. Und zwar, weil ich später noch mal eine Tabelle vorstellen werde und da gehen wir noch genauer drauf ein. Also, Bemerkung zu den Getränken. Bei dem vorgeschlagenen Getränkevorrat wurde über den reinen Bedarf eines Erwachsenen von mindestens 1,5 Liter pro Person und Tag hinaus ein Zuschlag von 1,5 Liter vorgenommen, um unabhängig von der öffentlichen Trinkwasserversorgung auch über Wasser zur Zubereitung von Lebensmitteln wie zum Beispiel Teigwaren, Reis oder Kartoffeln zu verfügen. Dann sind wir schon bei den Lebensmitteln. Lebensmittelgruppe Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis müssen auch als Notfallvorrat vorhanden sein. Dann folgt die Lebensmittelgruppe Gemüse und Hülsenfrüchte. Bemerkung: Denken Sie daran, dass Gemüse und Hülsenfrüchte im Glas oder in Dosen bereits gekocht sind und für getrocknete Produkte zusätzlich Wasser benötigt wird. Obst und Nüsse. Bevorraten Sie Obst in Dosen oder Gläsern und verwenden Sie als Frischobst nur lagerfähiges Obst. Lebensmittelgruppe Milch und Milchprodukte gehören auch mit zum Notvorrat. Lebensmittelgruppe Fisch, Fleisch, Eier bzw. Volleipulver. Bemerkung: Bitte beachten Sie, dass frische Eier nur begrenzt lagerfähig sind. Volleipulver ist hingegen mehrere Jahre haltbar. Lebensmittelgruppe Fette und Öle gehören auch mit zum Notvorrat. Und dann noch Sonstiges. Nach Belieben zum Beispiel, Bemerkung, Zucker, Süßstoff, Honig, Marmelade, Schokolade, Jodsalz, Fertiggerichte zum Beispiel Ravioli, getrocknete Tortellini, Fertigsuppen, Kartoffeltrockenprodukte zum Beispiel Kartoffelbrei, Mehl, Instantbrühe, Kakaopulver, Hartkekse, Salzstangen. Nähere Informationen finden Sie beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter www.ernährungsvorsorge.de. Auf der Internetseite www.ernährungsvorsorge.de/private-vorsorge/notvorrat/
Vorratskalkulator / können Sie in einem Vorratskalkulator Ihren persönlichen Bedarf berechnen. So, und jetzt schauen wir uns mal zusammen diesen Vorratskalkulator an. So, das ist die Seite von Ernährungsvorsorge. Und hier haben wir den Vorratskalkulator. Mit dem Vorratskalkulator können Sie Ihren persönlichen Vorrat für 1 bis 28 Tage berechnen, also maximal 28 Tage. Geben Sie dazu die Anzahl der Mitglieder Ihres Haushaltes in das Formular ein. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus und klicken Sie dann auf Berechnen. Die Berechnung basiert auf einer täglichen Energiezufuhr von 2200 Kilokalorien pro Person. So, jetzt gebe ich mal als Beispiel also eine Person ein, 10 Tage berechnen. So, und dann sehen wir, was die zu den Lebensmittelgruppen vorschlagen an Mengen zu lagern. Zum Beispiel für 10 Tage brauche ich als eine Person 3,3 Kilo und das könnte alles rein in diesen 3,3 Kilo. Zum Beispiel Vollkornbrot, Zwieback, Knäckebrot, Nudeln roh, Reis roh, Hafer- oder Getreideflocken, Kartoffeln roh. Und so können wir hier jede Lebensmittelgruppe uns anschauen, wie viel wir brauchen und Vorschläge, was wir da lagern könnten. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist eine super Tabelle, haben die eigentlich ganz geil gemacht, ja. Und man hat auch gleichzeitig Vorschläge für das, was man lagern könnte. Ja? Wenn man zum Beispiel davon gar keine Ahnung hat, man weiß nicht, welche Lebensmittel überhaupt länger halten könnten, ja, dann hat man hier schon so ein paar Vorschläge. Ist doch schön. Und ich habe mir gedacht, aber die Tabelle geht nur bis 28 Tage. Deswegen habe ich jetzt noch als Zusatz für euch eine Tabelle erstellt für OpenOffice. Und zwar aus dem Grund, weil nicht jeder hat das Microsoft-Programm Excel, aber OpenOffice ist für alle zugänglich und das kann man auch mit Excel eigentlich öffnen. Ich weiß nicht, wie das dann funktionieren würde, ob das genauso gut funktioniert, aber mit OpenOffice funktioniert das auf jeden Fall. So, und das ist die Tabelle, die ich erstellt habe. Hier seht ihr in der linken Tabelle Lebensmittelgruppen. Das sind genau die Lebensmittelgruppen, die in dem Heftchen Ratgeber für Notfallvorsorge genannt wurden. Die Zeile in der Mitte der linken Tabelle steht ein Tag eine Person. Das ist der Wert der benötigten Lebensmittel pro Tag als Gedankenstütze. Und zur Berechnung müssen wir hier rechts bei der Berechnung einfach Anzahl Personen eingeben und dann wie viele Tage wir gerne hätten. Ich nehme mal als Beispiel 3 Personen und ich möchte gerne für 90 Tage Vorrat haben. Und schwupps haben wir links bei Ergebnis in Kilo, Liter die genauen Angaben, wie viel wir von was brauchen. So, und damit wäre der erste Schritt zu der Notfallvorsorge getan. Wir sehen, wie viel wir von was brauchen, damit wir eine gewisse Zeit uns über Wasser halten können mit dem Vorrat, den wir aufgebaut haben. Und mein Vorschlag wäre tatsächlich, dass man die Lebensmittelgruppen Schritt für Schritt durchgeht. Zum Beispiel, ich fange heute an mit der Lebensmittelgruppe Wasser. Jetzt weiß ich, ich brauche für 3 Personen und 90 Tage 540 Liter. Wie ist mein Vorgehen? Ich schaue zunächst, welche Möglichkeiten habe ich, diese Menge von Wasser zu lagern. Zum Beispiel, es gibt 60 Liter Wasserkanister. Dann nehme ich mir 9 Wasserkanister, 60 Liter. Das sind dann genau 540 Liter, wie in der Tabelle. Ich desinfiziere diese 9 Kanister und gebe in jeden Kanister 1, 2, 3 Wasseraufbereitungstabletten mit Chlor. Und damit mache ich das Wasser länger haltbar, weil Wasser auch schlecht werden kann, wenn da Bakterien drin sind. Und dann würde ich das Wasser auch alle 3, 4, 5, 6 Monate austauschen. Und auf diese Weise gehen wir alle Lebensmittelgruppen durch.
Wenn wir mit dem Wasser fertig sind, dann gehen wir zu Nudeln, Reis, Brot, Kartoffeln über. Wenn wir damit durch sind, gehen wir zu Gemüse, Hülsenfrüchten durch und so weiter, bis ihr den kompletten Vorrat aufgebaut habt. Ihr müsst aber dabei bedenken, diese 2200 Kalorien, das ist wirklich die Mindestmenge für einen erwachsenen Menschen. Ich würde sogar 3000 Kalorien empfehlen, aber für die Mindestvorsorge ist das vollkommen ausreichend, was wir hier haben. In diesem Video möchte ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, welche Lebensmittel wie lange haltbar sind und so weiter. Das wäre ein Thema für ein anderes Video. Aber in diesem Video geht es einfach nur um die Grundlage für die Notfallvorsorge. Was brauche ich, damit ich überhaupt abgesichert bin für alle möglichen Szenarien? Und da kommen wir gleich noch zu der Checkliste von dem Heftchen. Der Ratgeber für Notfallvorsorge beinhaltet auch Checklisten. Mit diesen Checklisten sollte man auf jeden Fall arbeiten. Ich finde diese super. So gehen wir mal nach den blauen Überschriften. Da haben wir den Grundvorrat. Dann haben wir die Hausapotheke. Dann haben wir Hygieneartikel, Brandschutz, Energieausfall, was man da benötigt, Rundfunkgerät, ja, was kann man da haben, benötigen, Dokumentensicherung, habe ich meine Dokumente gesichert, Notgepäck, zum Beispiel für einen Marsch, was, wenn ich unterwegs sein muss, was muss ich alles mithaben, ja, oder was sollte ich mitnehmen, ja, und zusätzlich könnte man hier noch eine persönliche Checkliste für irgendwas machen, was hier noch nicht erwähnt worden ist. Wie zum Beispiel Katzen- und Hundefutter. Und auf der letzten Seite haben wir hier noch Anlaufstellen und Telefonnummern, wo wir uns hinwenden können in bestimmten Notfällen. So Leute, und das war's von mir. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr von dem Thema wünscht, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns hier auf dem Kanal, wenn wieder eine alte Geschichte neu erzählt wird. Ciao Leute!